Ja, wir führen ja am heutigen Morgen Durchsuchungsmaßnahmen durch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Celle. Es geht um Betäubungsmitteldelikte, aber auch um Eigentumsdelikte und auch einen Fall von Landfriedensbruch, wo wir noch Zeugen ermitteln wollen, soweit im Groben. Das hört sich ja nach Alltag an, aber die Menge ist ja schon erstaunlich. Mit wie vielen Verdächtigen rechnen Sie? Das kommt drauf an. Wir haben ungefähr 7 Verdächtige im Betäubungsmittelbereich. In Bezug auf den Landfriedensbruch wird es sich in der Masse auf Zeugen, auf die Feststellung und Personalienfeststellung von Zeugen bewegen. Mhm. Es hat Ende Dezember einen Fall gegeben, bei dem Polizeibeamte angegriffen wurden und auch verbal attackiert worden. Das ist ein Vorfall, zu dem wir da noch Zeugen, aber auch möglicherweise Beschuldigte suchen. Wir haben Polizeikräfte von der Polizeiinspektion Celle, aber auch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei hier im Einsatz. Die Anzahl der Kräfte orientiert sich an der Größe des Objektes, sodass wir sicherstellen müssen und damit auch können, dass wir alles soweit im Griff haben. Das ist ja nicht der erste Einsatz hier. Ist das ein Brennpunkt in Celle, ein neuer, oder wie würden Sie es interpretieren? Ein Brennpunkt ist es nicht, aber es ist eben auch ein Teil, wie jeder andere auch hier in Celle, wo Straftaten passieren, und denen gehen wir natürlich auch nach.